treffen wir uns mit Professor Christian Becker von der Technischen Universität in Hamburg. Christian Becker leitet das Institut für elektrische Energietechnik. Hier, das ist dein Kaffee. Das ist nämlich mit Milch, meine ohne. Vielen Dank. Hallo, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Sehr gerne. Wir wollen uns ein bisschen über Energiewende unterhalten. Wenn man über Energiewende nachdenkt, dann sprechen wir meistens über Windkraftanlagen und Solaranlagen, manchmal auch über Wärmepumpen oder über Elektromobilität. Aber dazwischen brauchen wir elektrische Netze. Irgendwie muss die Energie vom einen Ort ja zum anderen kommen. Das ist richtig. Das ist dein Gebiet, ne? Das ist mein Gebiet. Also, damit vielleicht, bevor wir uns mal mit den großen Problemen beschäftigen, erzähl mal, wie das überhaupt aufgebaut ist. Also damit man eine Vorstellung hat von Energienetzen. Ja, also wir haben verschiedene Netzebenen und jede Netzebene hat eine Spannung, eine Sollspannung, eine Nennspannung, sagen wir, oder auch Bemessungsspannung. Und in Europa ist es so, dass es von der höchsten Spannungsebene 380 kV runtergeht bis 400 Volt. Das ist die Spannungsebene, die für die Hausanschlüsse gebraucht wird. Und dazwischen haben wir verschiedene weitere Spannungsebenen, zum Beispiel 220 kV, 110 kV. Die sogenannte Mittelspannung, das ist 20 kV oder 10 kV oder auch noch andere Werte, bis es dann zur Niederspannung für die Hausanschlüsse zum Beispiel geht, 400 Volt. Das sind also verschiedene Netzebenen und dazwischen gibt es Transformatoren, die die eine Spannung in die andere umwandeln und das funktioniert in beide Richtungen. Okay, das heißt, das wir haben also verschiedene Netzebenen. Ja, genau. Das heißt, wenn wir über die Landstraßen fahren und wir sehen Hochspannungsleitungen, dann sind das nicht Hochspannungsleitungen, weil die hochgespannt sind, sondern weil sie eine hohe Spannung haben. So ist das. Warum? Also es ist erstmal so, je höher die Spannung ist, desto verlustärmer können wir große Mengen elektrischer Energie oder Leistung übertragen. Ja, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass also Leistung, das wissen wir aus der Schule noch, das Produkt aus Spannung und Strom ist. Ja, und wenn wir große Leistung übertragen, wenn wir dann schon mal eine hohe Spannung haben, dann ist der Strom entsprechend kleiner, als wenn wir eine niedrigere Spannung hätten. Okay, ja, also weil weniger Strom sozusagen durch die Leitung fließt, haben wir auch weniger Verluste. Genau. Das heißt, wenn ich Energie über größere Entfernungen transportieren will, dann brauche ich höhere Spannung. Genau, das geht nie verlustlos, du hast es gerade auch schon gesagt. Das heißt, die Verluste, die ja im Grunde in Form von Wärme auch umgesetzt werden, gehen ja quadratisch mit dem Strom, multipliziert mit einem Widerstand, dann noch in die Berechnung ein. Das kennt man vielleicht auch noch von früher, I Quadrat mal R, das ist im Grunde die Verlustleistung. Und bei realen Übertragungsleitungen haben wir immer einen ohmschen Widerstand dabei, der also dafür sorgt, dass wir Verluste haben, die in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben werden müssen. Das heißt eigentlich, also wenn man die Verluste reduzieren will, heißt es hohe Spannung und möglichst große Leitungen. Ganz genau. Aber zu große Leitungen hat wieder andere Probleme. Ne? Also das ist wahrscheinlich so ein Kompromiss. Wie weit kommen wir denn so mit 380, 400 Kilovolt? Also was ist eine Entfernung, die man sinnvollerweise noch überbrückt? Ja. Es gibt da so eine Faustregel. Ich habe hier mal eine Tabelle mitgebracht, die kann ich dir gerne mal zeigen. Da sieht man also für verschiedene Spannungsebenen so ungefähr eine typische Leitungslänge, sodass man sagt, guck mal, ich habe also die Spannung in KV, also Kilovolt, und das entspricht also ungefähr der nutzbaren Leitungslänge in Kilometer, die ich also ungefähr verwenden kann. Und dann gibt es natürlich auch noch so Zahlenwerte, die also jetzt eine Faustregel darstellen, wie viel Leistung in MW, also Megawatt, man dann über so eine Leitung übertragen kann. Das findet sich auch hier in der Tabelle wieder. Gut. Aber wie gesagt, das sind so grobe Richtwerte. Aber wenn man sagt, wir haben 380 Kilovolt, das heißt sinnvollerweise 380, 400 Kilometer, jetzt kommen wir mal zur Energiewende. Ne? Also wenn jetzt haben wir im Norden viel Windkraftanlagen und im Süden viel Bedarf. Jetzt haben wir aber 800 Kilometer dazwischen. Ist das ein Problem? Also erstmal ist das ein Problem, weil das heutige Übertragungsnetz in Deutschland, also Übertragungsnetz, damit bezeichnet man die höchsten Spannungsebenen des Netzes, dafür eigentlich nicht ausgelegt ist. Nicht? Also wir hatten ja früher so um die 300 zentrale Großkraftwerke, von denen aus die elektrische Energie dann zu den Verbrauchern transportiert wurde, also top-down quasi. Das ist auch die Hauptaufgabe des Übertragungsnetzes, wie man sie früher definiert hat. Und wenn es jetzt genau dazu kommt, dass wir also immer weniger zentrale Großkraftwerke haben und immer mehr neue Erzeuger, die an anderen Punkten des Netzes angeschlossen sind, wo vorher möglicherweise gar nichts angeschlossen war, dann muss das Netz umgebaut werden. Denn die Übertragungskapazität jetzt zum Beispiel, um viel Energie vom Norden in den Süden zu übertragen, die ist per se im Netz nicht gegeben. Das heißt, wir brauchen neue Leitungen. Es müssen also neue Leitungen gebaut werden. Und da hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann also Wechselstrom- oder Drehstromleitungen bauen. Oder man kann auch Punkt-zu-Punkt
Gleichstromverbindungen. Ja, okay. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil ich will es richtig verstehen. Also wir kommen ja von einem Stromnetz, so wie du es erklärt hast, was verschiedene Spannungsebenen hat. Von 380 Volt bis auf 400 Volt oder 220 Volt, was du denn an der Steckdose findest. Und in der Vergangenheit war es so, dass die großen Kraftwerke, Öl, Atomkraftanlagen und so, die haben oben einen gespeist und hast es runter kaskadiert. Und jetzt hast du eine neue Situation, weil du auf unterschiedlichen Ebenen einspeisen kannst. Was bedeutet das für die Netze? Genau, das kann ich dir vielleicht am besten anhand dieser Grafik erzählen. Schau mal, das ist also genau die Situation, wie wir es also bislang hatten. Elektroenergiesysteme bislang. Aha. Das ist genauso, wie du sagst. Wir haben also die verschiedenen Spannungsebenen. Das heißt, wir haben das Übertragungsnetz, die höheren Spannungsebenen und das sogenannte Verteilnetz. Das sind also die mittleren und niedrigeren Spannungsebenen. Und die zentralen Großkraftwerke speisen also hier überwiegend auf den höchsten Spannungsebenen ein, sodass also genau, wie du sagst, dann auch die Energie von oben nach unten zu den Endverbrauchern, aber das können auch Industriekunden oder Haushalte sein, transportiert wird. So, und wenn wir jetzt mal schauen, genau wie du sagst, wir haben also erstmal noch das Thema Systemdienstleistung, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen. Da geht es also darum, dass es nicht nur um Energieflüsse gibt und Bereitstellung von Energie durch große Kraftwerke, sondern dass das Netz auch stabil gehalten werden muss. Es ist immer die Frage, liegt überall die richtige Spannung an? Haben wir überall auch die Frequenz und zu jedem Zeitpunkt die Frequenz, die wir haben wollen? Das wird mit Systemdienstleistungen sichergestellt, die auch von diesen Anlagen ausgehen müssen. So, und wenn wir jetzt mal Richtung Energiewende schauen, erstmal kann man sagen, dass also dieser ganze obere Bereich bislang schon sehr gut automatisiert ist. Das heißt, die Steuerbarkeit ist also sehr gut gegeben. Durch die Energiewende ist es also so, dass zentrale große Kraftwerke abgeschaltet werden und von der Landkarte verschwinden und immer mehr dezentrale Einspeiser hinzukommen, aber auf allen Spannungsebenen. Offshore-Windparks auf höheren Spannungsebenen, aber auch Onshore-Windparks auf mittleren Spannungsebenen, aber natürlich auch PV-Anlagen bei den Einzelverbrauchern, die also dann von jeder Spannungsebene aus gesehen, ihre Leistung, Energie, elektrische Energie, ins Netz speisen. Das bedeutet jetzt, dass die Netze im Grunde genommen ganz anders genutzt werden, als sie einmal konzipiert worden sind. Das kann auch dazu führen, dass wir also Energieflüsse oder wir sagen Leistungsflüsse haben, die also bidirektional sind. Das heißt mal in die eine Richtung, wie es früher war, aber mal in die andere Richtung und dann auch vielleicht, so wie man es hier sieht, dann auch mal eine Spannungsebene höher gehen, dann zu einem anderen Punkt fließen, um dann wieder runter zu fließen in andere Spannungsebenen, um dort Verbraucher zu versorgen. Das heißt, die Netze werden ganz anders betrieben, als sie mal ausgelegt waren. Und das erfordert natürlich einen Umbau der Netze. Auf der Höchstspannungsebene wird das also sehr ausführlich gemacht. Die Übertragungsnetze werden also entwickelt, es werden neue Leitungen geplant und auch gebaut. Im Verteilnetz könnte man das theoretisch auch machen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass das Verteilnetz ja bis zu jedem letzten Hausanschlusskasten geht. Das heißt, wenn ich das gesamte Verteilnetz auf diese veränderte Situation anpassen wollte, dann hätte ich viel zu tun und ich müsste vor allen Dingen viele Leitungen, die ja in der Erde verlegt sind, austauschen. Und das würde einen enormen Aufwand bedeuten. Ja. Okay, also erstmal haben wir jetzt das Problem, dieser alten Kaskadierung funktioniert nicht mehr. Dann haben wir ein weiteres Problem eigentlich, dass es viel schlechter steuerbar ist. Also mal weht der Wind, mal nicht. Und dann scheint die Sonne, mal nicht. Dann haben wir Tag und Nacht und so und Winter und Sommer, alles Mögliche. Das heißt, wir wissen nie so genau, welche Energie wann zur Verfügung steht und vielleicht auch wann gebraucht wird. Das ist ja jetzt auch von der Steuerungs- und Regelungstechnik eine interessante Aufgabe. Richtig. Vielleicht können wir einmal auch einen Blick auf einen typischen Tageslastgang werfen. Man sieht also hier, das ist also ein typischer Tageslastgang, ganz exemplarisch. Ja? Also man sieht hier über einen Tag in Stunden aufgetragen die elektrische Leistung, die also gebraucht wird. Das ist jetzt unerheblich, ob das ein Industriebetrieb oder eine Stadt ist oder eine Siedlung. Auf jeden Fall geht es morgens los. Es wird Leistung angefordert von den Verbrauchern, die allmählich zugeschaltet werden. Dann gibt es in der Mittagszeit nochmal so einen Einbruch und nachmittags oder abends, wenn die Leute nach Hause kommen und ihr Essen kochen, dann geht es also nochmal wieder los. Und die Herausforderung ist jetzt, dass diese angeforderte elektrische Leistung immer im Gleichgewicht sein muss, und zwar in jeder Millisekunde mit der erzeugten elektrischen Leistung. Wenn das nicht der Fall ist, dann riskieren wir die stabile Versorgung mit elektrischer Energie. Ja. Das äußert sich in Frequenzschwankungen. Die sind immer da, aber die dürfen nicht zu groß werden. Und diesen Ausgleich, der muss also immer geschaffen werden. Und man sieht das also hier, dass wir also so zum Beispiel eine
immer angeforderte gewisse Grundlast haben. Mhm. Es gibt Verbraucher, die sind ständig an, sodass wir also gewisse Leistung immer brauchen. Dann gibt es so etwas wie eine Spitzenlast, die also nur zu Spitzenzeiten angefordert wird. Und dann gibt es etwas, das ist dazwischen, also sagen wir mal mittelfristig, was also für einige Stunden des Tages dann auch angefordert wird und entsprechend auch erzeugt werden muss. So, und was ich damit sagen will, ist, dass also per se bislang die elektrische Energieversorgung den angeforderten Lasten folgt. Mhm. Ja, also so eine Art Lastfolgebetrieb, kann man sagen. Ja, also wenn die Verbraucher eingeschaltet werden, dann müssen die Erzeugungseinheiten darauf reagieren und müssen genauso viel Leistung bereitstellen, wie die Erzeuger wollen. So. Und jetzt kommt aber die Schwierigkeit hinzu, die du gerade angesprochen hattest, dass wir also durch erneuerbare Energien eine natürliche Fluktuation haben, die wetterbedingt, wir sagen dargebotsbedingt auch passiert. So, das heißt, wir können jetzt diese Erzeuger nicht mehr der Last anpassen, sondern wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden. Diese Erzeuger, windabhängige, sonnenabhängige Erzeuger, speisen also volatile Leistung ins Netz ein. So, und die Lasten, die machen dann natürlich per se erstmal nicht mit. Das heißt, man muss das also irgendwie ausgleichen. Und man baut jetzt darauf, dass also die Lasten gewisse Flexibilitäten anbieten, dass man also sagt, so etwas wie Kühlhäuser oder Klimaanlagen im großen Stil oder auch Industrieverbraucher oder auch Schwimmbadheizungen. Es ist nicht notwendig, dass die vielleicht immer in jeder Minute genau die Leistungen bekommen, die sie brauchen, weil wir da auch so eine gewisse Trägheit im System haben. Wärme, Kälte, das sind also eher träge Prozesse im Vergleich zu dem, was wir in der elektrischen Energietechnik haben. So dass man sagen kann, für gewisse Zeiten kann man die auch mal ausschalten. Oder man kann sie auch mal anschalten, wenn sie eigentlich gar nicht gebraucht würden. Und das sind so Beispiele für gewisse Flexibilitäten, die wir von den Verbrauchern erfordern, um einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Dass man also, wenn also gerade die Natur uns viel elektrische Leistung darbietet, dass wir also dann solche Verbraucher auch versuchen anzuschalten, um dann auch diese Leistung zu nutzen. Jetzt ist es ja ganz glücklich, dass der Tagesablauf einigermaßen passt zum Sonnenlicht. Ne? Das zumindest im Sommer. Im Winter ist ja nochmal eine andere Frage, weil wir einfach zu wenig kriegen. Früher war es jetzt ja so, du hast ein paar Kraftwerke gehabt, die du schlecht steuern konntest, Atomkraftwerke zum Beispiel, kann man nicht so schnell hoch und runter fahren. Das heißt, die waren eher für Grundlasten zuständig. Und dann hast du bis zur Spitze irgendwie entweder Pumpspeicherkraftwerke gehabt, wo einfach Wasser den Berg runterläuft und so. Oder halt Gaskraftwerke. Das heißt, du konntest relativ leicht einfach nach Bedarf immer Energie dazuschalten, weil du wusstest, Grundbedarf ist gedeckt. Wenn was dazukommt, haben wir oben drauf und weg. Das ist jetzt ja nicht mehr so. Die eine Lösung, die du jetzt gesagt hast, ist, naja gut, Verbraucher hin und her schalten. Ja, das geht natürlich aber auch nur begrenzt, weil bestimmte Dinge müssen halt laufen. Industriebetriebe, die tagsüber laufen, brauchen Energie. Ne? Und ich finde, es wird ja noch mal schwieriger, wenn man sagt, mit Energiewende ist jetzt ja auch noch verbunden, dass wir den Strombedarf ja ausweiten wollen. Also jetzt haben wir ungefähr ein Fünftel der Energie ist Elektroenergie und der Rest ist ja nach wie vor noch fossile Brennstoffe in den Autos oder Kraftwerkstypen, die eben auf Braunkohlebasis sind und so weiter. Ne? Oder Industrieprozesse, die eben mit Gas laufen und so. Wenn wir also gleichzeitig immer mehr in diesen Energiesektor reinfahren wollen, in den Elektrosektor reinfahren wollen und gleichzeitig jetzt aber schon merken, dass wir ein Problem haben wegen der volatilen Zulieferung und Abnahme und so weiter, sind wir da gut drauf vorbereitet? Wir sind gut darauf vorbereitet, dahingehend, dass wir zumindest die Anforderungen kennen, die ein Energiesystem umsetzen müsste, um genau das auch leisten zu können. Aber was auf jeden Fall technisch noch weiter ausgebaut werden muss, ist die Speicherfähigkeit. Ja, wir haben also natürlich den Bedarf, auch Energie zu speichern. Und das wissen wir, dass das im großen Stil für die elektrische Energie heute noch nicht wirtschaftlich möglich ist. Man kann also nicht überall mit reinen Batterien, Akkumulatoren, verschiedenster Technologien arbeiten. Das würde also diese angeforderte Speicherkapazität, die man bräuchte, um das wirklich perfekt ausgleichen zu können und auch diesen Herausforderungen zu begegnen, dass wir mit Strom heizen und mit Strom auch uns fortbewegen, das abzudecken, sodass wir also versuchen müssen, andere Speicherformen und Technologien noch in das System zu integrieren. Und da kommen wir ganz schnell zu dem Thema, dass wir also sagen, wir müssen also das Stromnetz zum Beispiel mit dem Gasnetz und auch dem Fernwärmenetz, wenn wir jetzt mal auf Metropolregionen schauen, koppeln. Die es also ermöglichen durch Wandlungstechnologien, dass wir also zwischen Strom und Gas durch Power-to-Gas-Technologien zum Beispiel wandeln können, aber auch zurückwandeln können. Wir können das Gas ja auch wieder rückverstromen, sodass man also
das Gasnetz als großen verteilten Speicher nutzen kann. Und genauso kann man es auch mit dem Wärmenetz machen. Und da sprechen wir von der sogenannten Sektorenkopplung, dass wir also das Stromnetz mit dem Wärmenetz und dem Gasnetz koppeln und Wandlungstechnologien zur Wandlung elektrischer Energie in beide Richtungen oder in alle Richtungen ermöglichen, um dann auch diese Systeme als sozusagen verteilte Speichersysteme, Speichernetzwerke für elektrische Energie zu nutzen, die im großen Stil nicht speicherfähig ist. Das heißt, Wasserstoff ist wahrscheinlich ja das, was immer als erstes einfällt, irgendwie Elektroenergie, Wasserstoff, ne? Mit Elektrolyse. Wasserstoff ist dann ja doch irgendwie so essentiell wahrscheinlich für die Zukunft der Energiewende. Das ist ja so ein bisschen die Frage, ist das jetzt so der Champagner der Energiewende oder das Grundnahrungsmittel? Ne? Das sagt man immer so. Und wahrscheinlich ist es dann ja, so wie du sagst, Grundnahrungsmittel, weil wie wollen wir sonst die Energie speichern, wenn wir jetzt in irgendwelche Wintermonate reinkommen und dann steht die Sonne sowieso tief und dann ist es noch bewölkt und dann wird kein Wind und so, das haben wir mal 10 Tage oder 2 Wochen oder 3 Wochen. Das sind ja immense Summen an Energie. Da sind wir im Terawattbereich, vor allem wenn wir die Energiewende weitermachen. Wo und wie wollte man das speichern? Das heißt, der Schlüssel nach deiner Sicht liegt wirklich in dieser Kopplung, also auch vielleicht über Wasserstoff, Power to Gas, Power to Liquid und so, also alles miteinander zu verbinden. Ist es wirtschaftlich machbar? Also ob es wirtschaftlich machbar ist, das vermag ich nicht in 2 kurzen Sätzen zu formulieren. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir enorm investieren müssen in diese Kopplungstechnologien und dass das natürlich ein Zukunftsprojekt ist, welches auch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch stark regional abhängig. Nur mal als Beispiel, es gibt nicht überall Fernwärmenetze. Das ist in städtischen Gebieten ist das natürlich der Fall, aber in ländlichen Gebieten ist das eher nicht möglich, so dass es sicherlich auch regional abhängig unterschiedliche Investitionen erfordert. Aber es ist schon mal ganz klar, dass diese Anstrengungen, um diese Netze miteinander zu verkoppeln, definitiv auch große Investitionen erfordern. Wenn wir über regenerative Energieerzeugung nachdenken, dann kann es ja durchaus sein, dass wir mal eine längere Zeit haben, wo die Sonne nicht scheint oder wo sie halt so scheint, dass sie uns nicht viel bringt, im Winter zum Beispiel, oder wo der Wind nicht weht. Also es ist ja durchaus denkbar, dass man mal eine Phase hat, wo man 10 Tage im Winter weder Sonnenenergie noch Winterenergie dazu kommt. Das heißt, wir müssen ja zwischenspeichern. Ganz genau. Sag mal so die Größenordnung, was ist denn das, was wir so haben an Energie? Also wenn man sich hypothetisch mal vorstellt, du hattest von 10 Tagen gesprochen, dass wir also im Winter 10 Tage lang keine nennenswerte Sonnenenergie, keine nennenswerte Windenergie einspeisen können. Und wir haben aber so, sagen wir mal, um eine konstante Zahl zu nennen, 75 Gigawatt elektrische Leistung, die jetzt theoretisch, wir haben eben gesehen, dass das in der Praxis nicht immer so ist, aber theoretisch mal konstant zu decken wären, über 10 Tage hinweg. Dann müsste man, um jetzt das mal zu vergleichen, müsste man den Wassergehalt des Bodensees um 165 Meter anheben, das als ein großes Wasserspeicherkraftwerk ansehen und dann kontinuierlich das Wasser durch eine Turbine laufen lassen, um damit elektrische Energie zu erzeugen, also als Wasserspeicherkraftwerk, die dann genau diesen Energiebedarf über 10 Tage decken kann. Also das ist schon eine gehörige Größenordnung und die Zahl spricht für sich, glaube ich. Ja, wenn man in Bregenz steht und runterguckt, dann denkt man, es ist ein Meer. Man sieht das andere Ufer, nicht so groß ist der Bodensee und der ist ja auch noch tief. Genau. Ja, und dann, wenn man dann nochmal überlegt, wir haben ja im Moment nur ungefähr 20% Elektroenergie und wir wollen ja mal 40, 60 oder 80. Das heißt, man hat dann 4-mal den Bodensee, den man hochpumpen müsste. Das ist ein Haufen Energie. Wenn die Elektrifizierung weiter fortschreitet, und das wird sie tun, durch das Produzieren von Wärme über elektrischen Strom und die Veränderung des Mobilitätssektors, dass dort viel mehr elektrische Energie zum Einsatz kommt als konventionelle Kraftstoffe, dann ist das definitiv ein Problem, was eher größer als kleiner wird. Genau. Das heißt, wir brauchen definitiv gute Ideen für Energiespeicherung. Für die Speicherung, richtig, das ist ein zentraler Aspekt. Das ist für den Bodensee nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, da haben die Anwohner auch etwas dagegen. Wahrscheinlich. Und technologisch ist es auch nicht möglich. Noch eine zweite Frage dazu. Es gibt ja so 2 unterschiedliche Richtungen, die ich immer so wahrnehme. Das eine ist, dass eher Kommunen darüber nachdenken, wie sie sehr autark sich versorgen können mit Windkraftanlagen, Solaranlagen und so, dann kriegen sie es irgendwie in den Griff. Mhm. Und die andere Linie, die ich so wahrnehme, ist ja, dass man eher über große europäische, manchmal auch übereuropäische Netze nachdenkt. Man sagt, je größer das Netz ist, desto besser ist die Verteilung. Genau. Also beides geht. Das eine System verstehst du vielleicht besser und kannst es besser steuern. Genau. Und das andere bietet aber mehr Ausgleichsmöglichkeiten, weil es halt so groß ist, dass du immer von irgendwoher denn Energie kriegst. Richtig. Wie schätzt du es ein in diesen beiden? Also harmoniert das miteinander erstmal und wo geht's hin? Meine Meinung ist, dass man beides braucht.
Also es gibt auch Modellprojekte, wo also Siedlungen oder Dörfer auch in der Lage sind, ihren Bedarf selbstständig zu decken und auch die unterschiedliche Nachfrage und das unterschiedliche Dargebot auch mit Integration von Speichertechnologien, zum Beispiel die gerade genannten, auch zu realisieren. Das mag also in einzelnen Regionen gehen. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass wir größere Regionen haben und dass auch Industriebetriebe dazukommen, dann wird es also zunehmend schwieriger, dass man also nicht so einfach sagen kann, ich könnte jetzt so eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel komplett autark versorgen. Das wäre also jetzt schlecht möglich, einmal weil auch Hamburg eher ein Lastschwerpunkt ist, dass man sagen, da sind also viele, viele Lasten, auch industrielle Lasten und nicht so viele Erzeugungsmöglichkeiten, zumindest noch nicht, sodass man also auf jeden Fall auch diesen internationalen Verbund braucht. Man braucht das internationale Verbundsystem einerseits, damit die Volatilität sich besser ausgleichen kann. Je größer das Gebiet ist, dem ich also Angebot, Dargebot und Nachfrage auch ausgleichen kann, desto besser funktioniert das. Und deswegen haben wir auch das europäische Verbundnetz, was also im Grunde genommen von Portugal bis weit in den osteuropäischen Raum, bis Polen, miteinander verbunden ist. Und die Tendenz besteht, das noch weiter auszubauen. Und es schafft natürlich auch eine Art Versorgungssicherheit, dass ich also zum Beispiel Wasserkraft aus dem Alpenraum oder aus den skandinavischen Ländern dann auch für Zentraleuropa oder Mitteleuropa nutzbar machen kann, wenn wir dort Bedarf haben und dort in den Ländern zum Beispiel ein Überschuss besteht. Kannst mal zeigen, aber das führt mich nochmal zu einer Frage. Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, Entfernung ist ein Problem. Ja. Wenn wir jetzt aber über europäische Netze nachdenken, sind wir nicht bei 800 Kilometer, sondern sind bei 3000 Kilometer. Es gibt ja auch diese eine, wer ist die Nordlink, glaube ich, die eine Leitung von Norwegen zu uns. Ja. Wie löst man das Problem der großen Entfernung? Also erstmal ist es so, wir hatten eingangs schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es also unterschiedliche Übertragungstechnologien gibt. Und wenn man hier mal auf das europäische Verbundsystem schaut, das ist also das zentraleuropäische Verbundsystem, sieht sehr komplex aus. Und das sind jetzt keine Autobahnen oder Straßen, die man hier eingetragen sieht, sondern das sind die Leitungen der höchsten Spannungsebene. Ja, also wir sehen also hier in Rot die 380 kV-Spannungsebenen und in Grün die 220 kV-Spannungsebenen. Das sind also die Drehstromleitungen und man sieht, dass das also sehr vermascht ist. Es ist also nicht so, dass wir hier eine Leitung haben, die also vom südwestlichen Bereich bis in den nordöstlichen Bereich geht, also von Portugal bis nach Polen, sondern es ist ein vermaschtes System. Das heißt, wir haben also immer eher kürzere Leitungsabschnitte und ein vermaschtes Netz, sodass sich nach den Grundprinzipien der Physik, gemäß dem Ohmschen und den Kirchhoffschen Gesetzen, die Leistungsflüsse einstellen können und die Netzbetreiber auch die Möglichkeit haben, zwischendrin auch zu kompensieren. Man kann sich darum kümmern, dass also, und das machen die Netzbetreiber auch, sie können sich nicht nur darum kümmern, sie müssen sich darum kümmern und sie tun das auch, dass an jedem Netzknoten auch die Spannungen im Rahmen der geforderten Werte liegen. Da kann man also Anlagen einbauen, die genau dafür Sorge tragen, sodass wir also jetzt gar nicht in der Situation sind, dass wir über so riesige Entfernungen Punkt zu Punkt über Drehstromtechnik übertragen müssen. Wenn man es aber, du hattest eben das Beispiel der Verbindung zwischen Norwegen und dem europäischen Festland angesprochen. Klar. Da haben wir im Grunde genommen eine große Strecke, die wir Punkt zu Punkt übertragen wollen. Dazwischen ist die Nordsee. Da ist es technisch nicht möglich, einfach so ein Drehstromkabel über diese große Strecke durch die Nordsee zu legen. Dann nimmt man tatsächlich die Gleichstromtechnik, die also in der Hinsicht einfacher zu bewältigen ist, mit der man also große Leistungen, ich sage mal zum Beispiel 900 Megawatt, mit einer Leitung mit einem System problemlos übertragen kann, Punkt zu Punkt. Mhm. Ja, da muss ich dann allerdings sogenannte Konverter einsetzen, die also in Norwegen erstmal aus dem Drehstrom sozusagen Gleichstrom machen, der dann durch die Leitung geschickt wird. Und auf der anderen Seite im zentraleuropäischen Festland brauche ich dann auch wieder einen Konverter, der aus dem Gleichstrom wieder Drehstrom macht, um es dann in das zentraleuropäische Drehstromnetz, was wir hier sehen, einzuspeisen. Mhm. Also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, um es kurz zu machen, über große Entfernungen sind über Gleichstrom sehr gut machbar. Warum macht man nicht über Gleichstrom? Jetzt ist es vielleicht noch mal ganz interessant, dass wir auf dieses Bild schauen. Da hatte ich zu Anfang schon mal drüber gesprochen. Hier sieht man also noch mal die unterschiedlichen Netzebenen, unterschiedliche Spannungsebenen. Und wir hatten ja gesagt, dass wir also große Leistungen verlustärmer mit höheren Spannungen übertragen können. Und jetzt erfordert es natürlich, weil wir ja als Letztverbraucher eher kleinere oder mittlere Spannungen brauchen, dass man problemlos zwischen den Spannungsebenen wechseln kann. Das heißt, ich brauche die Technik der Transformation und Transformatoren funktionieren
schon seit langer Zeit. Das wissen wir alle aus der 10. Klasse. So, nach bekannter Technik und zwar relativ problemlos. Genau. Ja, das genau. ist Transformatorprinzip. Ja. Und das funktioniert nur, weil wir Wechselstrom bzw. Drehstrom haben. Ja, genau. Bei Gleichstrom, Gleichspannung würde es nicht funktionieren, weil Gleichstrom und Gleichspannung per Definition zeitlich nicht variabel sind und demzufolge das Transformatorprinzip nicht funktioniert. Ich könnte das lösen. Durch Leistungselektronik. Durch Leistungselektronik, indem ich also zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen auch transformiere. Das ist aber deutlich komplizierter, als es mit einem, ich sage mal, einfachen Transformator machbar ist. Genau, das kennen wir auch. Also ich glaube, du hast auch, ich hätte gerade gesehen, so ein Bild von so einer, von so einem Umspannwerk, ne? Damit, genau, so das, ist das, genau. Das haben wir alle wahrscheinlich richtig. Schon mal gesehen. Man sieht hier einen Transformator zum Beispiel, da hinten steht auch noch ein weiterer. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Wir Elektroenergiesystemtechniker verfolgen immer gerne das sogenannte N-1-Prinzip. Das heißt, es darf immer eine Anlage, ein Betriebsmittel ausfallen, ohne dass es zu Versorgungsunterbrechungen kommt. Das heißt, wir haben also selten nur einen Transformator, meistens zwei. Zumindest auf den höchsten höheren Spannungen. Ja, genau. Das ist ja genau das Problem dabei. Ne? Also wir reden ja im Prinzip über drei große Anforderungen bei der Energiewende. Es soll sauber sein, also möglichst regenerativ. Es muss natürlich zuverlässig sein und es muss bezahlbar sein. Genau. Ja, das energiepolitische ist, Zieldreieck. Ja, genau. Ist nicht so einfach zu lösen. Das ist richtig. Eine Frage hätte ich noch, vielleicht wenn wir noch mal über diese Internationalisierung sprechen. Ja. Was man jetzt auch immer viel liest, ist ja, dass man sagt, mach doch die Solarenergie da, wo die Sonne immer scheint. Also geh doch irgendwie noch in südliche Länder, Marokko oder Tunesien und so weiter. Mach das doch da und hol die Energie hoch. Ist doch ganz einfach. Ist es so einfach? Es wäre einfach, wenn wir ein gut ausgebautes Netz hätten. Ja, also Beispiel, wir hatten eben schon drüber gesprochen, wir installieren ja viele Offshore-Windparks in der Nordsee, in der Ostsee und diese Leistung muss in die Lastzentren im süddeutschen Raum transportiert werden. Das gelingt nur, indem wir die Übertragungsnetze ausbauen. Im Übrigen wird das nicht nur mit Wechselstrom- oder Drehstromtechnik, sondern auch mit Gleichstromtechnik innerhalb Deutschlands gemacht. Ja, das ist auch geplant. Und Ähnliches müsste man machen, wenn man jetzt im afrikanischen Raum, wo konstant viel Sonnenenergieertrag vorherrscht, die dort produzierte Energie nach Zentraleuropa zu bekommen, dann bräuchte ich ein gut ausgebautes Netz. Wenn wir jetzt nochmal auf die Netzkarte gucken, dann ist das heute noch nicht gegeben. Wir haben zwar hier eine synchrone Anbindung zwischen Spanien und Marokko, sodass also dort tatsächlich die Synchronität mit dem kontinentaleuropäischen Verbundnetz auch hergestellt ist, aber die Verbindungen des Netzes dort sind relativ schwach. Ja, das sind also nur einige hundert Megawatt, die also dort über diese Leitung übertragen werden, sodass man also darüber diskutiert und auch schon Verabredungen getroffen hat, dass man also hier die Verbindungen zwischen dem nordafrikanischen Energiesystem und dem zentraleuropäischen Energiesystem oder den Netzen besser gesagt, ausweitet, indem man also neue Leitungsprojekte in Gang setzt, um das auch zu realisieren. Also kurz und gut. Aber dann sind wir trotzdem ja in der Größenordnung von ein, zwei großen Kraftwerken. Auf jeden Fall. Also das heißt, dieser Weg ist dann, wenn man ganz Europa anguckt, auch vielleicht eine gute Ergänzung, aber auf keinen Fall erstmal die Lösung, so wie wir jetzt drüber sprechen. Ne? Definitiv. Ja. Wenn man hier mal drauf schaut, das europäische Verbundsystem so um und bei, ja, hat also einen elektrischen Leistungsbedarf von, sagen wir mal, einem Terawatt. Ja. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ein großes Atomkraftwerk, das hat also so in der Größenordnung ein Gigawatt Leistung, sodass wir also hier, wenn wir also einen großen Anteil dieser Leistung decken wollten, schon sehr viel Erzeugung, und da sprechen wir von der Leistung der Erzeugung, bräuchten, um das zu decken. Das heißt, es kann also auch nur ein kleiner Baustein des Ganzen sein, um da die Energiesicherheit, die Sicherheit der Stromversorgung in Europa sicherzustellen. Das heißt, wenn wir nochmal so den großen Blick auf die Energiewende werfen, heißt das eigentlich, wir müssen diese drei Bausteine, nämlich die Wandlung, regenerative Wandlung, Wind und so weiter, die Verbrauchsseite, Wärmepumpen, Elektromobilität und so weiter und natürlich diese Netze, das müssen wir alles gut miteinander abstimmen, sonst kann es nicht funktionieren. Das muss alles zueinander passen, diese Sachen. Ganz das genau. Ist schon so. Jetzt freut mich ein bisschen für dich, dass du aus dieser elektrischen Energietechnik so ein bisschen aus so einem Nischendasein, was so Elektrotechnik ja manchmal hatte, auf einmal wieder absolut ins Rampenlicht gerückt wirst, weil die Netze jetzt ja wieder so ein zentraler Baustein sind. Würdest du jungen Leuten empfehlen, in diese Richtung reinzugehen? Auf jeden Fall, da muss ich nicht lange überlegen. Das kann ich also aus vollster innerer Überzeugung jedem empfehlen, der also sich dafür interessiert. Was
immer auch wieder im Verlauf unseres Gesprächs angeschnitten wurde, ist ja die starke Vernetzung des elektrischen Energienetzes mit der Kommunikationstechnik. Und wenn wir eben über Ausgleich und steuerbare Lasten gesprochen haben, dann funktioniert das natürlich nur, indem ich einen informations- und auch kommunikationstechnischen Zugriff möglichst auf alle Anlagen habe. Das heißt also, parallel zu der Vernetzung auf der energietechnischen Seite brauche ich also eine Vernetzung in kommunikationstechnischer Hinsicht. Das heißt, wir haben also ein System, was also nicht nur stark im Wandel begriffen ist und komplexer wird, dadurch, dass das Energienetz weiter ausgebaut oder verändert wird. Das wird ja auf den Kopf gestellt. Ja, sondern dass wir zudem auch die stärkere Verknüpfung und Vernetzung benötigen, sodass wir also da auch einen starken Ausbau des Kommunikationsnetzes parallel benötigen, sodass also sozusagen nicht nur alles energietechnisch vernetzt ist, sondern auch kommunikationstechnisch vernetzt ist. Und wenn ich von allem spreche, dann meine ich damit die Erzeugung, die Speicherung und die Energienutzung, die Anlagen dafür. Ja. Das muss miteinander kommunizieren können. Und da sind wir bei diesem Smart Grid-Gedanken, den du eben auch schon angeschnitten hattest, der ja diesen Ausgleich ermöglicht, dass also Verbraucher flexibel auf das Dargebot von elektrischer Leistung reagieren können. Und das geht nur, indem sie erstmal wissen, dass sie hoch oder runter fahren müssen und dass man das auch mit einer gewissen Automatisierungstechnik auch erledigen kann. Und das geschieht nur dann zuverlässig, wenn eine Vernetzung, also Kommunikationskanäle da sind, um diese Anlagen an ein großes System anzubinden. Ja, genau. Das ist im Grunde dieser Smart Grid-Gedanke. Ja, was ja spannend an diesem Thema ist, eigentlich überall in diesen ganzen Bereichen ist, weil es wird jetzt so interdisziplinär und das macht es ja auch total spannend. Was du sagst, ist die Energietechnik, dann ist natürlich die ganze Steuerungstechnik, die dazukommt, Informationstechnik, dann hast du noch über diese Wandlungsprozesse gesprochen, das heißt über Wasserstoff und dann hast du Wasserstoff zu irgendwas, zu Gas oder zu allem Möglichen. Das heißt, das wird ja viel interessanter, als es in der Vergangenheit war und viel wichtiger, denn wenn wir das Problem nicht lösen, dann haben wir ein richtiges Problem. Ganz genau. Genau. Aber das ist ja genau das, was wir hier machen. Ne? Jetzt hast du mir deinen Kaffee gar nicht gefunden, weil er hinter deinem Laptop steht. Aber gerne einen Schluck. Ja, genau. Wir wollen uns nicht nur unterhalten, sondern ich will dir auch noch die Tasse schenken und mich ganz herzlich bedanken für all die Informationen, die du uns gegeben hast. Das ist ein super spannendes Thema. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Sönke. Viel Spaß mit deiner Tasse. Ja, und daran wollen wir weitermachen. Ne? Technologien für nachhaltige Entwicklung. So machen wir es. Das machen wir. Ja, wir geben Vollgas. Tschüss, Christian. Tschüss.